Jo, einmal die Starttaste, einmal bitte Spiel laden. Der Sumpf, wir waren im Sumpf, wir befanden uns im Sumpf herum. Wir liefen im Sumpf herum auf der Suche nach noch fehlenden Bestandteilen unserer Reise. Okay, da ist das Bild. Kurz hatte ich mich gewundert und war besorgt. Aber da ist es ja. Autsch. So, das scheint mir dann doch ein bisschen zu laut. So. Mal kurz gucken, was fehlt. Genau, es fehlt ein... es muss eine ganze Menge noch fehlen, tatsächlich. Aber darunter war auf jeden Fall noch so ein Zeppelin-Gedöns. Ja, da oben. Hallo, Noisy Boy Bronco. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Autsch. Einen wunderschönen guten Tag würde ich Jack auch wünschen, aber den wird er wohl nicht mehr haben. So, ich muss nur einmal kurz hier vorbei. Das da sammeln. Und damit... Ich dachte, ein Zeppelin-Teil wäre von hier aus sichtbar. Aber es hat... Oh doch, da drüben. Autsch. Ah. Düm, 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 düm. So, da drüben haben wir es gerade gesehen. Hä? Ah. Ich komme rein und Marco stirbt direkt. Aber natürlich. Eines meiner liebsten Hobbys. Ich mach das voll oft. So, warte, vielleicht müssen wir da hoch. Sei herzlich willkommen, Clown Peace. Okay, da drüben sind aber auch noch Precursor-Eier. Oh. Egal, abhalten könnt ihr mich jetzt nicht mehr. Ich habe das Versteck gefunden. Wunderbar. Ich werde das Versteck auch wiederfinden. Massierst du mir die Füße? Du. Moin an alle 25 Monate, ein Viertel zur 100. Hallöchen, Z-Fire. Ah, okay. Oh, die bedingen sich gegenseitig in ihrer Höhe. Ja gut, dafür brauche ich jetzt aber sowieso das Echo. Okay, und dann wartet da auch noch ein Precursor auf, so heißen die Teile. Düm, düm. Düm, düm. Tada! Ta-da-da-da, bling!
So, da drüben lauert und lungert es herum. Okay, das war nahezu meisterhaft. Ich bin entbost, erfreut, das ist das Wort. Wie oft soll ich dir noch die Füße massieren? Du scheinst ein Problem mit deinen Füßen zu haben, Dexter. Bam, bam. Zehner Streak, 1 von 10 zu 100. Z-Fire kommt rein und fährt erstmal die ganzen Rekorde ein. Ich glaube, wir bräuchten das Eco für die Kiste auf jeden Fall. So, warte, da. Bam, bam. Bam, bam. Der Streak-Rekord liegt, glaube ich, bei etwas um die 40, das jemand hatte. Hatte Marcelicious nicht eine 100er-Streak? War das nicht so völlig insane? Weil wir uns alle gefragt haben, wie zur Hölle hat er das geschafft? Aber ich glaube, das weiß ich nicht auswendig, leider. Also nicht hundertprozentig. Bam, bam. Oh, Spähfliege. Müsste, ich wollte es gerade sagen, die letzte sein. Kann es, dass Dexter sich gerade wie so ein Roboter verhalten hat? Kann das eine Ratchet & Clank-Anspielung sein? Oder gab es das noch nicht? Naja, es könnte genauso gut einfach schön aussehen sollen. Also Frage nebenbei, sagt dir das Spiel Heaven Call of the King etwas? Nie von gehört. Also, es sagt mir tatsächlich, es sagt mir tatsächlich absolut gar nichts, muss ich zugeben. Worum geht's da? Was geschieht dort? So, der wird noch gehalten von einem Seil, das geht da hinten in diese Richtung. Lampy, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Düdüdüdüdüdüdüm. Okay, also wenn es in Ratchet & Clank 1 eine Anspielung an Jack & Dexter gab, kann es in Jack & Dexter 1 keine Anspielung an Ratchet & Clank geben.
Aber es ist ein schöner Zufall. Oh ja. So, ich müsste mal kurz diesen Stein da fortbewegen. Okay. Ah. Ach, im zweiten Teil. Ja, ja gut, dann widerspricht das dem nicht. Yay. Wir haben das Gefährt losgebunden. Erfolgreich gar. Gut gemacht, Jack. Dein Onkel wäre stolz auf dich. Das war der riesige Arm eines Precursor-Roboters. Ich habe noch nie einen in solch gutem Zustand gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Lurker damit vorhatten. Aber es ist besser, dass sie ihn... Nein! Ich wusste nicht, dass ich ihn damit unterbreche. Verdammt! Du. Ach, shit. Nein. Braucht Zeug. Hier, das Zeug. Bam. So, die beiden bitte noch sammeln. Und jetzt gib mir die Flamme der Vernichtung. Dankeschön. Und versauf nicht gleich alles auf einmal. Unknown, Dankeschön für die liebe Donation. Vielen lieben Dank. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. PS, ich finde es klasse, dass du nun auch andere Spiele streamst. Das freut mich. Freut mich, dass es dir gefällt. Und... ganz ehrlich, ich finde es auch klasse. Ich meine, ich habe mich vorher auf ein Spiel ziemlich fokussiert. Und es ist krass, was man sich durch so einen starken Fokus auf ein Spiel alles Tolles entgehen lässt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für die liebe Donation. Damit haben wir übrigens auch alle Precursor Orbs im Sumpf. Genau. Und Theophilid, genau, dich hatte ich gerade gelesen. Sei herzlich willkommen. Bam. Bim, bam, bumbi. Dankeschön und ich stimme Unknown zu. Ja, Unknown ist ein vernünftiger Mensch. Nee, also es ist wirklich... Ich meine... Es war so ein bisschen Sprung ins Ungewisse. Aber gerade fühlt es sich ein bisschen an, als hätte ich ein altes, verloren geglaubtes Hobby neu entdeckt. Ganz ehrlich, weil so toll die Tomb Raider-Spiele auch waren, irgendwann ist halt die Luft einfach raus. Man muss ja dazu sagen, 15 Jahre lang ein Spiel spielen, das 15 Stunden dauert, wenn man es mal ganz prägnant formuliert, das ist schon ein Ding. Das spricht schon für das Spiel. Aber irgendwo ist es dann auch mal gut.
Vom Spielprinzip ähnlich wie Jack and Dexter. Storymäßig ist das Volk des Protagonisten von einer anderen Fraktion. Das Graf spricht, die haben ein Gift in sich vorgegeben. Ah, ich brauche eine Glückssträhne. Klingt interessant. Warte mal, das möchte ich mir mal kurz das Spiel kopieren und hier eine Datei tun. Also nicht das Spiel, aber den Titel. Wenn das so einfach ginge. Oh, jemand hat ein Spiel im Chat gepostet. Ich kopiere mir das schnell. Das kann ich mir vorstellen. Also, ich schaue auf jeden Fall mal rein in das, jenes Spiel. Dir wollte ich jetzt Münzen geben, oder? Nein, du hast schon. Du hast auch schon? Dann müssten wir uns jetzt dem Ende dieses... Oh, warte, es gibt noch das Vieh mit den beiden... Diese Steinstatue. Ja, die da. Oh, die hatten wir auch schon. Dann muss ich jetzt nur die Stelle finden, wo von wo aus die Steine auf das Dorf geworfen werden. Was da oben ist. Mir hat es auf jeden Fall genauso viel Spaß gemacht wie Jack and Dexter. Spiele, die ähnlich sind wie Jack and Dexter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Jump'n'Runs, darauf läuft es ja hinaus. Das ist ein Genre, mit dem kann ich durchaus was anfangen. Toll! Die Energiezellen für die Maschine. Das sollte ausreichen, um den Felsblock zu heben. Düm, 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 düm. Aber passt auf, wenn ihr auf das Lurker-Monster dort oben trefft. Moment! Ich bleib hier und beschütze Kira! Jack, du wirst bestimmt auch ohne mich mit dem Monster fertig. Oh, wie heldenhaft. Also ich mochte ja Crash Bandicoot 3. Ich weiß nicht, ob ich es ertrage, die Vorgänger jemals wieder zu sehen. Nein, um ehrlich zu sein, waren auch die immer ganz witzig, nur, oh, wenn ich an das Crash Bandicoot 1 Level mit der Brücke denke. Das Level mit der Brücke. Ja, genau diese Brücke, genau dieses Level. Ich glaube, Kira Dark Lineage, der Stream ist damals so geplatzt, das lag, glaube ich, nicht am Spiel. Also ich kann mir vorstellen, da nochmal reinzuschauen. Ich glaube, das hatte externe Einflüsse. Weil ich bin eben auch nochmal zufällig über das Wort und, das sieht schon interessant aus, halt. Sei herzlich willkommen, natürlich. Vor allem gefällt mir der Gedanke, dass ich dank der neuen Hardware so ein Spiel, das nur für PS2 rauskam, jetzt halt anstatt es von der Konsole aufzunehmen, auch in etwas hübscher, in etwas hochaufgelösterer spielen könnte. Ich bin ein großer Freund dieses Gedanken. Und vielleicht ändert es auch nochmal den Eindruck des Spiels. Es ist so sad, wie viele coole Klassiker es aus der PS2-Ära gibt, für die nie ein Port, Remaster oder irgendwas Vergleichbares kam. Und Rückwärtskompatibilität ja sowieso nicht. Also ich fand dieses Level, wo man an der Burg hochklettert, schlimmer als das mit der Brücke. An das mit der Burg kann ich mich gerade tatsächlich gar nicht erinnern. Anscheinend war für mich persönlich dann die Brücke das prägendere Erlebnis. Sphinx and the Cursed Mummy soll wohl auch gut sein. Ich habe es noch nicht angezockt, aber schon mehrmals empfohlen bekommen. Sphinx and the Cursed Mummy. Du bist jetzt der zweite Eintrag in dieser Liste. H.
Habe übrigens auch davon noch nie was gehört, tatsächlich. Stark, es geht weiter hier. Gestern Abend noch das Wort von einem Jack and Dexter Play geschaut. Dann sei herzlich willkommen, Kane. Wir haben es gerade zu diesem Boss geschafft. Jack and Dexter ist so ein Spiel, bei dem ich merke, dass ich doch in Gaming allgemein auch ein bisschen besser geworden bin. Weil ich habe ja durch mein erstes Let's Play davon, das jetzt 15 Jahre alt ist oder so, habe ich ja praktisch einen Vergleich, wie lange ich an den Stellen gehangen habe. Und manche der Sachen, die hier an einem Rutsch gingen, das war damals ganz furchtbar. Oh mein Gott! So, warte. Och nein. Der Boss allerdings, der war damals ein Problem für mich und vielleicht wird er das auch heute noch sein. Oder auch heute wieder sein. So, nimm den Stein bitte in die Hand. Form ihn über deinem Kopfe. Danke. Ja, Prince of Persia, Sands of Time. Oder meinst du einen anderen Prince of Persia Teil? Jetzt so das Original von 89. Okay, Sands of Time. Das ist auch so ein Spiel, was ich ja erst vor kurzem wieder gespielt habe. Das kam mir auch vor einigen Monaten noch echt schwerer vor. Oh mein Gott. Aber es hat auch nach wie vor manche wirkliche ätzende Passagen. Und ich sage an dieser Stelle das Wort Aufzug. Und ich glaube, wenn ich das Wort Aufzug sage, ich glaube, das reicht. Der Aufzug ist die Hölle. Oh, es war so knapp. Ich glaube, dreimal muss man ihn treffen. Ja, das war jetzt ein bisschen bescheuert. Okay, der Bosskampf fällt mir nach wie vor ein bisschen schwer. Aufzug! Das triggert mich aus dem Lurk. Den Designer möge der Blitz beim Schießen treffen. Hallo, Brain Freeze. Du kannst ja sehen, wohin er die Steine schießt. Ja, ja, und dann kann ich immer sehen, wie ich sterbe. So wirklich bringen tut mir das leider nichts. Der hat jetzt echt viele Steine nach links geschossen. Oh, warte. Wir sollten das blaue Eco nehmen. Das blaue Eco. Warum mache ich Jack und Dexter kaputt? Okay, jetzt ist hier welches.
Also es ist nicht so, dass ich aktiv auf der Suche bin oder so. Es gibt wirklich ganz viele Spiele, die ich im Sinn habe. Einen Mangel gibt es nicht. Das war ja eben nicht wirklich, ich suche einen Jump'n'Run, sondern jemand hat halt von was erzählt und es klang interessant. Oh mein Gott. Bitte den Stein, danke. Machen wir ihn dieses Mal etwa ohne Schaden? Tatsache. Universum, wie kannst du das zulassen? Tada! Tada-da-da! Bling! Tolle Arbeit! Den Bewohnern von Felsdorf ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Aber es bleibt leider keine Zeit zum Feiern. Fliegt mit dem Summer den Gebirgspass hinauf. Aber seid vorsichtig, die Lurker haben den ganzen Pass vermietet. Wenn ihr den Vulkankrater erreicht, müsst ihr unbedingt im Labor des Roten Weisen das Teleporttor aktivieren, damit Vater und ich zu euch stoßen können. Brain Freeze, dein Spiel ist nun das dritte auf der Liste. Es hat eine kaputte Speedrun-Szene. Vietnam-Flashbacks, Flucht, Flucht, Flucht einladen, einleiten. Schleudersitz, piu! Warte, wo ist die ich hatte doch extra so einen Hebel gekauft. Ah ja, genau. Schleudersitz, engaged! Das war vielleicht ein bisschen kindisch. War möglicherweise ein bisschen übertrieben. Aber das ist gerade so meine Reaktion, wenn ich das Wort Speedruns lese. Mimi. Oh, das ist doof. Ihr müsst vor ihnen dort sein und die Sprengkapsel zerstören, oder alles ist aus. Okay, also wir müssen vor den Lurkern bei der Sprengkapsel sein. Oh mein Gott. Guten Tag vom Schraubenschlüssel Sven. Hallo Hawkey. Sei herzlich willkommen. Wir spielen Jack und Dexter. Jack und Dexter, ich finde es schön, wie ich den Namen verdeutsche. Wir werden jetzt wahrscheinlich langsamer sein als die Lurker. Aber ich will das ganze Zeug, das hier liegt, eigentlich schon direkt mitsammeln. Ich meine, man könnte es bestimmt auch trotzdem schaffen. Aber nicht, sobald man an was vorbeifährt. Warte mal. Ups. Kann es sein, dass du Lara fremd gehst? Ich spiele kein Tomb Raider mehr. Es ist vollkommen richtig. Insofern, wenn du hierher gekommen bist, weil du Tomb Raider suchst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Du wirst es hier nicht finden.
Lara und ich, wir sind geschiedene Leute. Bam, bam. Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb, genau. Aber das heißt nicht, dass wir dich nicht mehr lieb haben. Och Mann. Wird es mir jemals möglich sein, mit normalen Worten zu beschreiben, dass ich kein Tomb Raider mehr spiele? Mama und Papa haben sich nicht mehr lieb. Oh! War Hitman etwa auch nur eine Affäre? Hitman ist eins meiner Lieblingsspiele. Ich werde bestimmt auch nochmal Hitman streamen. Ich übersteuere ein bisschen. Dann lass mich das mal gerade klug lösen. K-L-U-K. Geh sofort weiter. Jo, schauen wir einfach mal. Auf der anderen Seite, wenn ich 10 cm von meinem Mikro bin und schreie wie ein Bekloppter, muss ich mich, glaube ich, auch gar nicht wundern, dass ich übersteuere. Ups. Spielst du auch also genau, wo war ich? Hitman, weiterhin eins meiner Lieblingsspiele. Bin mir sicher, dass wir zur Serie auch nochmal was im Stream sehen werden. Hundertprozentig sicher. Point and Click, damit kann ich nicht so viel anfangen im Allgemeinen. Was natürlich nicht heißt, dass ich nie Point and Click streame. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, waren auch schöne Streams. Aber spontan fällt mir gerade zum Beispiel kein einziges ein, das von Interesse wäre. Das ist das gleiche Studio, genau. Das ist von den Crash Bandicoot-Machern. Die haben ja Crash Bandicoot 1, 2, 3 gemacht. Und dann saßen die halt an Jack und Dexter. Sarah Mea, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Bam, 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 bam. Oh Gott. Ba 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 ba. So, was ich mich frage. Nee. Komische Platte dann. Ups. Heute ist ein ganz besonderer Stream. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Spiele, die ich mir wohl mal kurz ansehen werde. Wenn ich sage ansehen werde, heißt das nicht, dass ich da einen Stream zu mache. Ich gucke mir halt kurz Video an und dann sehe ich ja recht schnell, ob das was für mich sein könnte oder nicht. Wetter ist ganz furchtbar. Alles ist fürchterlich und ich zerfließe. Das ist die Kurzform dazu, wie es mir geht. Das Leben könnte Spaß machen, ohne die Sonne. Zumindest für 8 Minuten etwa. Muss die doch sowas von abgezogen haben, so gut wie das gerade lief.
dachte ich. Egal, das Ende der Schlucht zu erreichen, bringt uns eh nichts, bevor wir die 100% haben. Leute. Wobei, um ehrlich zu sein, wir hätten ja dann auf dem Rückweg praktisch unendlich Zeit, um uns alles genau anzusehen. Eigentlich ist es voll dumm, was ich hier mache. Ich sollte einmal durchziehen. Und das tun wir jetzt auch. Das war, um mich zu bremsen. Ich will es mir ja auch nicht zu leicht machen. Das war die Handbremse. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was für eine Art von Bremse das war. Aber wenn das Ziel einer Bremse ist, dass man an Ort und Stelle bleibt, dann war das keine gute Bremse, denn ich war danach weg. Ich war danach an mehreren Orten gleichzeitig sogar, das ist richtig. Kann mich direkt mehreren super Bösewichten stellen. Wir haben immerhin alle... Gier. Haben sich deine Zuschauerzahlen geändert seit dem neuen Streamplan? Du bist jetzt wahrscheinlich sehr verwirrt, weil ich dir keine Antwort darauf geben kann, obwohl ich das als Streamer wissen müsste. Aber ich achte, wenn ich ehrlich bin, nicht so sehr auf die Zuschauerzahlen. Was ich weiß, ist, dass nachdem ich immer wieder dasselbe gespielt habe, mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen, mir deutlich mehr Spaß macht. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass mein Chat definitiv aktiver ist. Das ist etwas, das bekomme ich sehr aktiv mit. Ich meine, es gab zu Tomb Raider Streams, da konnte ich am Ende Tschüss sagen und niemand sonst hat Tschüss gesagt. Um es mal an einem ganz stumpfen Beispiel festzustellen. Ich würde, um ehrlich zu sein, erwarten, dass meine Zuschauerzahlen so im Durchschnitt gesunken sind. Aber ich mache das Stream nicht wegen einer Zahl, die da steht.
Die üblichen Verdächtigen sind noch da. Viele von ihnen, das ist richtig. Nein, wir machen das gleich auf dem Rückweg. So, wir haben sie abgehalten davon. Ja, ja, das ist richtig. Also nach den Remastern, auch mit Abstand zu den Remastern, hatte sich das auch nochmal erhöht. Also ich glaube, wenn ich Tomb Raider gestreamt hatte, dann konnte ich mit 120 Zuschauern rechnen. Und wenn das jetzt weniger sind im Durchschnitt, dann sind sie weniger geworden. Aber wie ich schon meinte, das ist mir im Großen und Ganzen egal. Das ist nicht, weshalb ich streame. Gut gemacht. Ihr wart vor ihnen bei der Sprengkapsel. Das Labor des Roten Weisen liegt gleich da vorne. Schaltet das Teleporttor ein, damit wir zu euch kommen können. Das bin ich auch, also wirklich. Ich kann das gar nicht überbetonen eigentlich, wie sehr es sich so, keine Ahnung, so wiederbelebt anfühlt, dieses Hobby für mich. Vulkankrater. Weil das Problem ist, Tomb Raider war ja toll, aber nach 15 Jahren, irgendwann bist du einfach an einem Punkt, wo du nichts mehr zu sagen hast. Wo du nichts mehr zu tun hast, wo du nichts mehr zu sagen hast. Und dann bist du natürlich auch zum großen Teil umgeben von Leuten, die selbst nichts mehr zu hören haben. Oder zu sagen haben dazu. Und dann schläft das alles so ein. Und dann kann diese Zahl bei Zuschauer, die kann noch so, die kann von mir aus auch in die 1000 gehen. Wovon wir weit entfernt waren. Aber die könnte auch in die 1000 gehen. Trotzdem würde ich da sitzen und hätte nichts zu sagen. Umgeben von Zuschauern, die nichts von mir hören. Das ist ja dann irgendwann auch sinnlos. Kleiner Geheimtipp. Oh Gott. Croc wurde mir schon empfohlen. Croc wurde mir schon empfohlen. Das steht schon auf der Liste an Spielen, wo ich kurz reinschaue. Ich begebe mich mal zur erfolgreichen Obsternte. Wünsche mir Glück und vielleicht bis später. Aber kam in letzter Zeit das Nervige, wann machst du wieder TR? Das ist halt auch so ein Aspekt. Nein. Ich habe gesagt, ich höre endgültig damit auf und seitdem ist die Frage nach, wann kommt wieder TR, so gesunken. Vorher war es immer, wenn ich was anderes als Tomb Raider gespielt habe, konnte ich damit rechnen? Keine Ahnung, ich sitze gerade mitten im emotional aufreibenden Plot-Twist von Silent Hill. Ich sitze gerade in einem mega aufregenden Level in was weiß ich was für ein Spiel. Wann kommt Tomb Raider? Wann Tomb Raider? Es ist ein schöner Nebeneffekt, dass diese Frage jetzt niemand mehr stellt. Das ist tatsächlich ziemlich angenehm. Weil manchmal hatte ich so das Gefühl. Ich meine, ich hätte ja auch sagen können, ich spiele weniger Tomb Raider jetzt. Und halt mehr andere Spiele. Aber dieser sich immer wiederholende Terror dieser Frage wäre ja einfach weitergegangen. Ich begebe mich mal zur hoffentlich erfolgreichen Obsternte. Also wann kommt wieder Tomb Raider? Das ist eine Frage, die ist rückläufig. Was nicht rückläufig ist, ich habe ja auf YouTube so einen Post gemacht, wo ich praktisch sage, ich mache keinen Tomb Raider mehr. Wenn ihr mich wegen Tomb Raider abonniert habt, könnt ihr gerne entfolgen. Hat viel Spaß gemacht, bla bla bla, bliblablub. Was darunter für Verschwörungstheorien stehen, warum ich so plötzlich aufgehört hätte.
Und ich find's einfach nur interessant, dass man bei jemandem, der 15 Jahre dasselbe Spiel spielt, überhaupt von plötzlich spricht. Du bist YouTuber, da muss Drama mit dabei sein. Tails Gaming Exposed. Deshalb hat er sich von Tomb Raider abgewandt. Lara packt aus. Gerade tatsächlich nicht. Ich meine, ich habe auch abseits des Streams nicht so wirklich Zeit, wirklich viel Zeit, schlichtweg. Du glaubst bei der Rampe. Weil wir sehen, glaube ich, den Rückweg von der Location, wo der letzte Precursor Orb oder die letzte Energiezelle sein könnte. Ich muss halt zugeben, ich habe erwartet, wenn ich diesen Schlussstrich ziehe, dass ich es sehr schnell vermissen werde. So zum Privatspielen. Aber ich muss halt zugeben, dass es nicht passiert. Ohne kleine Tricks eine Zelle zum Backtracken später. Also, das heißt, diese Zelle, die wir oben sehen, an die kommen wir später ganz leicht. Weil dann ist es ja Schwachsinn, sich da jetzt ein Bein auszureißen. Marco, du hast mich durch deine Supermarkt-Streams definitiv angesteckt mit dem Supermarkt-Simulator. Das freut mich. Es ist halt ein Spiel. Okay, dann danke für den Hinweis, Body. Da macht das jetzt keinen Sinn, sich da abzumühen. Dann sind wir endlich durch diesen Pass durch. Genau, der Supermarkt-Simulator hat mich auch richtig, richtig angesteckt. Ich frage mich jedes Mal, ob ich noch in einem Stück aus diesen Dingern rauskomme. Snowy Mountain zuerst. Okay. Das sieht ja noch schlimmer aus als das des Blauen. Tja, sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ich würde es nicht gerade einen Kampf nennen, oder Schwesterherz? Gewiss nicht. Der rote Weise hat so schnell aufgegeben. Hat keinen Spaß gemacht. Goal. Bist du das? Bist jetzt wohl völlig übergeschnappt, was? Und Maya, hab ich dir nicht gesagt, das dunkle Echo würde euch beide verändern? Ach, nie glaubt jemand dem alten Samos. Was habt ihr beiden mit dem blauen und dem roten Weißen gemacht? Mach dir keine Sorgen um deine Moment. Freunde. Du alter Narr. Sie sind völlig sicher in unserer Zitadelle. Unsere Ehrengäste. Sie sind so liebenswürdig, uns zu helfen bei einem kleinen Projekt. Du hattest Unrecht, Samos. Man kann das dunkle Echo kontrollieren. Wir haben seine Geheimnisse gelüftet und können nun die Welt nach unseren Wünschen neu gestalten. Du kannst das dunkle Echo nicht einfach so kontrollieren. Sogar die Precursor. Bis jetzt mussten wir uns mit dem bisschen Echo zufrieden geben, das wir an der Erdoberfläche finden konnten. Aber bald haben wir Zugang zu den riesigen Lagern von dunklem Echo tief. Mir ist gerade was sehr Cooles aufgefallen. Nicht die Silos. Doch. Die Eco-Stationen. Wir werden sie öffnen und das dunkle Echo der ganzen Welt wird uns gehören. Aber das ist unmöglich. Nur ein Precursor-Roboter. Ach, reg dich nicht so auf, Samos. Mit dir haben wir noch große Pläne. Moment mal! Das war Goal?
Derselbe Ghoul, der mich zurückverwandeln soll? Ghoul ist der Kerl, der uns töten will? Ich bin erledigt. Wir sind vielleicht alle erledigt. Wenn Sie die Silos öffnen, wird das dunkle Echo alles verderben und zerstören, was damit in Berührung kommt. Wir müssen einfach Ihre Zitadelle erreichen, um sie aufzuhalten. Der schnellste Weg dorthin führt durch das Lavarohr am Grund dieses Kraters. Mit ein paar weiteren Energiezellen müsst ihr euch das Hitzeschild des Zoomers sicher über die Lava bringen. In Ordnung, mein Junge. Tu, was du kannst. Nimm die Flohquaste mit und sammle noch mehr Energiezellen. Also, sehe ich das richtig, dass die... dass unsere beiden Bösewichte... Ghoul und Maya heißen. Ghoul und Maya, ja? Was ist Maya? Maya ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Programm, in dem diese 3D-Modelle, die ihr hier seht, entstanden sind. Was ist Ghoul? Ghoul ist die Custom-Programmiersprache. Ja, Maya 3D. Ghoul ist die Custom-Programmiersprache, die für Jack and Dexter entstanden ist im Hause Naughty Dog, beziehungsweise für ihre Spiele allgemein. Ein Lisp-Dialekt. Und das heißt, die Bösewichte dieses Spiels, Ghoul und Maya, heißen einfach wie die Programme, sage ich jetzt mal stumpf, die uns dieses Spiel gebracht haben. Oder zumindest werden sie so ausgesprochen. Sie werden ja anders geschrieben. Ich finde das gerade irgendwie cool. Was hat Ghoul nur vor? Lustig, dass du dieses Trivia weißt. Ghoul und Maya bloß vor?